Und da hat sie erzählt, dass sie heiratet und mich gebeten, ob ich vielleicht am Polterabend auflegen kann. Ja, was? Soll ich es mir den Rest meines Lebens alleine machen, nur weil du mich vor 2 Jahren verlassen hast? Davon ist nicht auszugehen, wenn du alles vögelst, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Wie bitte? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir brühwarm von diesem Snowboard-Zwerg erzählt hat? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, Nachdem du dieses Halsamaus gebumst hast, einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang... Sagen wird niemand ihnen glauben, wenn nicht glaubt ihn ihre Frau nicht. Was, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann's nicht. Ich kann diesen Job nicht machen, okay? Was fällt dir nach 9 Jahren Ausbildung ein? Nach 9 Jahren? Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich habe selbst erst heute erfahren. Ohne mich da auch nur im Geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, da gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure. Na, aber nicht erst später, Alid. Wie meinst du jetzt das? Was, ich bin schwanger? Ja, und bald ist's. Oh mein Gott! Hey, ja, ich gratuliere! Oh mein Gott! Kann ich dir trotzdem auch später anrufen? Du bist erreichbar. Ja, okay. Dann, ja, dann bis später. Tschüss. Michael, sonst der Kassner, weißt du? Liebe ihm, ciao!